Hallo und herzlich willkommen zurück zu Wildflowers. Ja, ehrlich gesagt bin ich immer noch so ein bisschen positiv neben mir, weil in der letzten Folge so viel passiert ist. Ach so, trotz allem dürfen wir aber natürlich nicht vergessen, dass wir noch unsere Sachen hier gießen müssen. Also, mein oberstes Ziel für diese Folge ist auf jeden Fall, dass wir das Bütchen hinkriegen. Ach ja, da können wir nichts. Was ist eigentlich, wenn wir hier reingucken? Ach ja, es waren noch 12 Tage. Das war ja total lang, genau. Ich weiß nicht, wann wir das dann endlich abschließen können. Aber naja. Ich weiß auch nicht, ob das beim ersten Mal dann geht. Also sprich nach diesen 12 Tagen, ob wir dann endlich soweit sind. Oder die können wir schon mal sammeln. Perfekt. Frage ist jetzt, was tun wir jetzt da rein? In Hopfen haben wir rechts. Zuckerrohr bräuchten wir eigentlich auch. Weizen können wir ja nicht machen. Ich würde jetzt mal einfach sagen, dass wir den Hopfensamen mal da reinschmeißen. Also sprich anpflanzen. Ich weiß jetzt auch gar nicht, was wir jetzt eigentlich. Ach so, doch, das war ja die. Ja, weiß ich doch. Okay. Eine Stunde noch. Wir haben jetzt, ja, sagen wir mal 7:30. Also um 8:30 ist das dann fertig. Kümmern wir uns erst kurz um Kitty. Hi, Hallo. Kitty. Ja, ich finde das immer noch so süß. Diesmal hat sie uns aber nichts abgegeben. Na gut. So, Hallöchen, meine Süßen. Ein Ei habe ich, glaube ich, ja, genau. Hallo, nicht weglaufen. Ich wollte gerade sagen, nicht, dass der jetzt hier durch das offene Türchen hier läuft. Und geknuddelt wird Nugget natürlich auch noch. Auch wenn ich so ein bisschen durch den Zaun am Baggen bin, aber das ist nicht schlimm. Hallöchen, Flügelspiel. Ja, komm her. Ich hab's nicht mit Hühnern, aber du bist wirklich ein ganz drolliges Hühnchen. So, dann gehen wir noch zu einem Kälblein. Wo bist du denn? Hallo. Ah, du bist so niedlich. Und noch mal ein bisschen knuddeln. Butterblume. Du bleibst erstmal hier drin. So, dann haben wir hier noch ein bisschen was zum Einsammeln. Ist hier links noch was? Ich wäre jetzt gerade fast auf den Vogel losgegangen. So nach dem Motto, ah, da ist was. Aber den können wir natürlich nicht einsammeln. Leider. Ich meine, so ein Vögelchen irgendwie bei uns, das wäre natürlich auch ganz schön. Aber ist schon klar, ich meine, warum sollen wir hier einen Vogel einsperren? Ich meine, bei den anderen Tieren verstehe ich es noch irgendwo, weil wir wollen halt eben die Milch haben von der Kuh und wir wollen die Eier haben. Und wenn die dann einfach abhauen würden, dann wäre das natürlich nicht so dolle. Aber naja. Okay, wir schauen jetzt erstmal kurz. Ach so, habe ich noch Fische gefangen? Ich glaube aber nicht. Gerade am Überlegen, habe ich zwischendurch eventuell welche gefangen? Also ich gehe nicht davon aus, aber ich gucke trotzdem noch mal eben nach. Aber wir haben, glaube ich, auch noch einen Trank da drin, oder? Ja, genau, den müssen wir auch noch kurz abholen. Ich dachte, den hätte ich schon abgeholt. So, dann schauen wir noch mal kurz nach. Also, ich weiß auch nicht, wie das jetzt mit dem Tintenfisch eigentlich ist. Moment, erstmal den Tee. Den können wir nicht machen, weil wir keine Disteln haben. Dann Fischstäbchen könnten wir machen. Ja, komm, wir nehmen jetzt mal drei. Was soll's? So. Die müsste eigentlich ja offen haben, ne? Ich meine, wir haben jetzt Freitag. Dann schauen wir erstmal hier, würde ich sagen. Ich hoffe, Thomas bleibt einigermaßen bei sich. Hat die heute nicht geöffnet? Von 9 Uhr. Doch, die kommt dann gleich noch. Er ist auch gerade auf dem Weg. Ihn können wir direkt schon mal anquatschen. Hallöchen. I agree with Messenger Cameron about most stuff, but isn't the summer festival harmless? The old stories mentioned fairies, sure, but everyone knows there aren't actually any fairies. Yup. Everyone sure does know that. Ja, wir wissen das natürlich alle, ne? Wir waren zwar in einem kleinen Feendorf sozusagen, wenn man das denn so nennen kann. Ich meine, da ist ja auch ein Werwolf bei gewesen und alles. Aber da reden wir mal lieber How nicht drüber. serious are tick bites?
I've kind of got this rash, but I get rashes all the time. Sorry, TMI. An ihrem Gesicht nach zu urteilen, vielleicht? Angus couldn't sleep the night before the summer festival. He was so worried he'd ruin the shortcake. But it was perfect. Like always. He just can't help worrying over every little thing. Ja, wir sind halt so kleine Perfektionisten, ne? Ich meine, ach so, da waren wir ja gerade mit ihm schon dran. Tolles Deutsch. So, what did you think of my speech? It was great. I thought you would like it. Ja, ich fand sie wundervoll. Ich habe die Hälfte zwar nicht mitbekommen, weil ich irgendwie außer Haus war, aber sie war wundervoll. I go back and forth between thinking that the Summertide Star is just useless and that it's really meaningful. Sure, Vanessa's been Summertide Star more often than anyone else, but Damon's dad picked me as the Summertide Star the year my mom went missing. I still have pics from that day. Oh, das ist doch auch irgendwie schön. Ich warte ja immer noch darauf, dass sie ihren eigenen Klamottenladen aufmacht. Vielleicht kommt das ja noch. My, the summer festival was exciting. But you had the most exciting evening of anyone, didn't you? No. It was totally normal. Oh, you're so modest. It's all right, you can say it. Being the Summertide Star is thrilling. Ja, in dem Fall war es schon so ein ganz klein wenig vielleicht. So, am Anfang müssen wir gleich auch nochmal vorbeischauen. Bei ihm müssen wir natürlich nochmal reinschauen. I love working in my garden and the feeling of soil in my hands. I just don't like it under my fingernails. Some people think of craftsmen as being all right with dirt, but I'll tell you right now, the second most important tool in my toolbox is a decent nail brush. Das kann ich von einem Industriemechaniker auch so wiedergeben. So, was mache ich denn jetzt? Heufeld oder Gemüsefeld? Gemüsefeld würde ich gerne. Kann man das? I could make this whole area a place for gardening, but you'll need to clear out all the trees and rocks from the area I've roped off. Got it? You come back and let me know when you've cleared out all the trees and rocks there, and then we can talk business. Ja, alles gut, alles gut. Ich wollte nur, dass das, ich glaube, dann auch in meinem Journal drin ist und dass mir das angezeigt wird, wo ich das genau immer freihalten muss. Das ist mir persönlich doch recht wichtig. Oh, wir haben direkt wieder drei neue sogar. Oha. Hammer. Hallöchen, zu dir wollte ich auch noch. That summer festival was so lovely and you were the perfect Summertide Star. Of course, I might be slightly biased, since you helped me move here. Ja, aber das ist doch alles okay. Ich meine, du hast was Positives gesagt, deswegen. Vor allem was Positives über mich gesagt, deswegen ist alles gut. Ach, der steht hier auch noch hier. Cameron, hi. Du Lieblingscharakter hier im Dorf. Congratulations on being the Summertide Star. But remember that all prizes, awards, and attention are just a manifestation of how others feel, not how you feel. That was a hard lesson for me to learn. Wobei ich ja ganz ehrlich sagen muss, er ist nicht der schlimmste Charakter hier. Also der eindeutig für mich persönlich schlimmste Charakter, also schlimmste in Anführungszeichen, der jetzt auch nicht so negativ in dem Sinne ist, ist tatsächlich der Bürgermeister. Shelby, have you ever seen anything, strange happen at the summer festival? Otto wore a three-piece suit to the beach. That strange enough for you? Ja, so die Sachen, da habe ich jetzt nicht so direkt dran gedacht, aber das könnte vielleicht auch so ein bisschen, naja. Dann müssen wir wieder zurückgehen und unten den Weg auf jeden Fall nehmen. Und ich darf nicht vergessen, dass ich oben auch nochmal bei der Schmiedin vorbeischauen muss. Ich meine, so langsam lerne ich ja doch wieder ein paar Namen, dass ich mir die behalten kann. Aber ich habe halt auch immer nicht alle drauf. Keine Ahnung, wie lange ich das Spiel jetzt schon spiele. Ich glaube, es sind irgendwas über 40 Folgen oder so mittlerweile. Ich habe keine Ahnung. Trotzdem, also man hat es trotzdem irgendwie nicht. Ach so, ist hier vielleicht was Neues? Das wäre natürlich. Ja, perfekt.
könnte natürlich auch Schwarzkümmel nehmen, aber den brauchen wir ja noch. Nein, falsche Taste. I miss you, Grandma. Oh, mir nicht. Ich dachte, sie erzählt jetzt hier was über Feen und dass sie gerne was dazu gefragt hätte, aber sie ja nicht da ist. Sowas in der Art, habe ich jetzt gedacht. Na gut, dann verkaufen wir mal unsere Fischstäbchen. You might just call it superstition, but Vanessa got married the year she was the Summertide Star. Oh, Vanessa was the Summertide Star? Yes, 5 years ago, right after she moved here from Milkwater to work on Otto's campaign. But I think the Summer Festival is when she really caught his eye. Maybe you'll have similar luck. Ich weiß nicht, aber ich war bei demjenigen, den ich gerne im Spiel heiraten möchte, war ich zumindest da. Ich habe 10 Fischstäbchen schon wieder. Oh Gott. Ja, dann holen wir uns doch mal eben 1000 ab. Karamellpopcorn könnte ich übrigens auch verkaufen, fällt mir gerade auf. Für 20 das Stück. Ich weiß nicht, was uns das bringt. Ich würde das, glaube ich, lieber erstmal selber ausprobieren, wie viel wir da an Energie wieder zurückbekommen. Oh, bevor du vielleicht gleich arbeiten gehst, was ich nicht glaube, sprechen wir dich erstmal an. Sorry, Nate. So much strawberry shortcake at the summer festival. I still have indigestion. How was your first summer festival? Oh, it was eventful. Ja, irgendwie, ne? Okay, Bruno ist auf jeden Fall hier nicht da. Ach, bei ihm wollte ich auch mal, bevor ich das vergesse, Moment. Wollte ich mal gucken, aber das hat er auch nicht drin. Der hat nur Safra. Irgendwas wollte ich bei ihm kaufen, ich weiß. Ach so, Moment. Samen für schwarzen Tee, den brauchen wir auch noch, genau. Ah, wieso hat er den nicht auf Lager? Sind das täglich wechselnde Angebote? Weil ich meine, die Schokolade konnten wir oder konnten wir die bei der anderen kaufen? Ich bin mir nicht sicher. Weil nicht auf Lager heißt normalerweise doch, dass man was verkaufen muss, oder nicht? Ich habe jetzt den Stoff. Ich würde ansonsten vielleicht mal das Papier bei ihm verkaufen. Oder einmal mal gucken. Ja, ich muss ganz viel verkaufen dann, ne? Stoff könnte ich für viel Geld verkaufen. Das Problem ist, Stoff brauche ich ja noch. You looked killer as the Summertide Star. And you deserve it too. You've been working super hard since you got here. Hey, thanks. So, wir gehen jetzt erstmal nochmal hier raus. Ich muss hier nochmal gucken, das ist klar. Verwende die Glaskugel, um das Lieblingsgericht des Wahrsagers herauszufinden. Ach so, Glaskugel. Moment, die habe ich noch gar nicht gebaut, glaube ich, oder? Muss ich die bauen? Ich denke schon. Repariere das Boot. Da brauchen wir auf jeden Fall noch Eisenbarren und Silberbarren. Das werden wir wahrscheinlich nicht so schnell finden. Das ist erstmal zweitrangig, sage ich mal. Ach so, Baumwolle müsste ich dann vielleicht nochmal kaufen. Warte, bis du Seidenfäden von den Seidenraupen eingesammelt hast und stelle dann Seide her. Und ich habe nur Stoff, wenn ich das jetzt richtig gesehen habe, ne? Limo für alle, Limonadenstand. Ach so, an einen Samstag oder Sonntag. Ah, okay, da müsste ich das am nächsten Tag machen. Aber es kann sein, dass ich den Stoff brauche. Oh, Thomas, your basket is always such a classic single man's shopping list. Mac and cheese, yep, a peanut butter, instant noodles. It reminds me of Parker's pantry when we were first dating. He was stunned the first time I cooked him a real meal. Well, Parker is certainly a lucky guy. Du solltest Sophias deine aufsuchen. Ja, meine Oma hat mir einige Rezepte beigebracht. Vielleicht solltest du ihm beibringen, wie man kocht, Lina. Also das letzte ist so nichtsbringend irgendwie. Meine Oma hat mir einige Rezepte beigebracht. Ja, könnte ich mich mit ihm anfreunden. Aber er, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, steht ja auch Sophia, ne? Thomas, you should go by Sophias diner more often for some real home cooking. She seems to like you. She say that? Well, I do like her place.
She works hard to keep it going. Can't be easy all on her own. All right. Well, ladies, I need to get back to my farm. I worry about him, living on that farm all by himself. It must get lonely. He's never had a long-term relationship? A few, but they flamed out years ago. And there was us. But that was back in high school. I think Thomas just struggles to get close to people, even if he likes them. Ah, oh, er ist ein guter Freund geworden mit drei Herzchen. Das ist doch schön. You were such a charming summertide star. I hope you can forgive Sophia for putting you on the spot like that. I know Hazel would have been so proud of you. Ja. Also, wir müssen jetzt mal gucken. Was wollte ich denn jetzt überhaupt tun? Ich weiß es schon gar nicht mehr. Weizen müssen wir auf jeden Fall noch holen, weil davon haben wir jetzt gar keins mehr. Okay, dann haben wir komplett... Geld brauchen wir, glaube ich, im Moment nicht so viel, oder? Ich kaufe erstmal einen guten Vorrat nochmal ein. Ich habe so das Gefühl, ich musste hier irgendwas kaufen, was hier gar nicht drin ist. Wobei Zuckerrohr wäre vielleicht auch nicht schlecht. Da haben wir auch keins mehr von, ne? Kaufen wir auch nochmal einmal neu. Und den Rest würde ich sagen, lassen wir erstmal. Haben wir irgendwas zum Verkaufen? Gut, Bananen haben wir so noch gar nicht benutzt. Wobei, Bananenbrot haben wir ja normalerweise schon mal gemacht, ne? Zucker könnten wir nochmal herstellen. Brauchten wir da eigentlich nur Zuckerrohr für? Ich weiß es gar nicht mehr. Den Rest würde ich ehrlich gesagt sehr, sehr ungern verkaufen. Ich weiß auch nicht, ob wir jetzt hier noch groß leveln müssen oder ob wir schon ein ganzes Stück gelevelt haben. Sie haben ja schon getroffen. Ah, hier sitzt die faule Dame, die eigentlich arbeiten sollte. Hallo? I must say, you were the most captivating summertide star I've ever seen. Stop! You were gonna make me blush! Oh, that only makes you more charming, doesn't it? Baumwolle. Genau, das war's, was wir eigentlich brauchten und was wir dann doch jetzt nicht haben, weil wir das auch nicht mehr holen können. Ich meine, ich habe es jetzt gerade nicht mehr gesehen. Erstmal gehe ich aber nochmal bei ihr vorbei. Also richtig mit Thomas reden konnte ich ja eben eigentlich auch nicht, ne? Den müssten wir eventuell auch nochmal anquatschen können. You know, a girl's gotta learn to rely on herself. That's what swinging the hammer has taught me. Ever thought of picking one up? Me? Oh no, nope, no, no, no. Definitely not. Well, you let me know when you're ready to give it a go. So, die Frage ist, wir haben glaube ich kein, nee, wir haben gar kein Eisen mehr gehabt. Okay, haben wir denn... Oh ja, Silberbarren. Wie viel brauchten wir davon denn jetzt? Ich mach mal... Können wir eigentlich alle herstellen, oder? So. Andere Frage wäre jetzt... da bräuchten wir sogar 10 für. Ach du Schande. Okay, die 1000, die kriegen wir ja noch relativ schnell zusammen. Aber das ist schon heftiger. So, genug Silberbarren haben wir. Das heißt, wir müssen auf jeden Fall gucken, dass wir noch Eisen zusammenbekommen. Ich würde sagen, dass wir einmal von unten quasi da rumlaufen. Weil dann können wir auch direkt gucken, ob wir noch was einsammeln können. Ich finde es auch sehr schade, dass der Wesley nicht hier ist. Dann würde ich ja normalerweise hier auf der Bank sitzend antreffen. Aber gut, den werden wir dann wahrscheinlich sehen, wenn wir da rüberkommen. Was hoffentlich sehr, sehr bald ist. Ich würde am liebsten jetzt die ganzen Fische hier mit angeln. Aber ich brauche natürlich jetzt erstmal Ausdauer, um überhaupt das Eisenerz zu holen. Oh, sehr schön. Da ist noch eine Muschel. Sonst haben wir hier nichts mehr. Okay. Blaubeeren haben wir, glaube ich, auch schon ziemlich lange nicht mehr eingesammelt. Kann das sein? Moment, Thomas ist ja auch noch da. Genau. Mit dem einen da von der Ranch haben wir schon gesprochen. Hi, Thomas. Ich wollte mal gucken, ob ich noch mal mit dir reden kann. Kann ich. Sophia is an inspiration. She spent so much time captaining the summer festival this year. That's all you're inspired by? Her work ethic? I see what you're trying to do. Well, I'm not answering.
Oh, ihn hätte ich auch gerne genommen, ehrlich gesagt. Aber ich finde, er sieht so von der Optik her wesentlich älter aus als ich. Also als mein Char. Und deswegen weiß ich nicht. Oh, hi. You made a picture-perfect summertide star. Just like your grandma. She was a summertide star? Yeah, a few times. She looked so sprightly sitting in that chair. Made it easy to see what your grandpappy liked so much about her. Aww. Na, als ob ich es gewusst hätte. Schon können wir hier wieder neue Beeren einsammeln. Sehr schön. Sehr geil. Blaubeeren für alle. So, aber nur eine Blaubeere für alle, weil ich kann jedes Mal nur 9 pflücken. Okay, dann schauen wir hier unten am Strand auch nochmal eben ganz schnell nach, ob wir da noch was finden. Ich trinke mal kurz einen Schluck nebenbei. Weil ich habe irgendwie das Gefühl, dass ich ein Haar in meinem Mund habe. Ganz kleines. Ein Härchen sozusagen. Und kann nicht vernünftig reden, deswegen. So, hier sehe ich nichts. Das heißt, wir gehen noch mal eben ganz schnell nach oben, um zu gucken, ob wir da noch irgendwas ausgraben können oder so. Dann nehme ich euch noch mal kurz mit. Er ist an seinem Bäumchen dran, die ich vermutlich niemals bekommen werde. Hm. Was sehen meine müden Augen? Unkraut. Ach so, genau, da könnten wir auch ganz schnell noch mal reingehen. So, machen wir ein neues rein. Und da. Einen Wurm. Endlich haben wir mal einen Wurm wieder bekommen. Ach so, bevor ich das vergesse. Wir müssen noch mal gucken, wegen der Wahrsagekugel. Da das eine hexentechnische Sache ist, gehe ich mal davon aus, dass wir das irgendwie hier unten machen können. Glaskugel. Ja, perfekt. Dafür brauche ich ein Silber, wenn ich das richtig sehe. Nee, Eisenbarren ist das. Ein Eisenbarren. Gut, Holz habe ich, glaube ich, für beides genug. Lehm wäre noch ganz gut, wenn ich einmal noch Lehm besorgen könnte. Okay. Also, einmal auf jeden Fall Lehm noch mitbringen und den Rest gucken wir wegen den Erzen. Einmal Lehm und der Rest Erze. Dann schauen wir hier oben erstmal. Da haben wir auch nochmal wieder was, was wir pflücken können. Und dann gehe ich mit euch nochmal kurz hier oben nachschauen, ob wir da noch irgendwas Neues finden. Sieht jetzt hier eher nicht so... Oh, was ist das denn da oben? Sind das auch... ja, das sind auch Mandeln. Ah. Es sah irgendwie wegen der Größe und wegen der Form auch so ein bisschen, sah das so anders aus, aber es ist das Gleiche. Hier ist auch nichts mehr, da können wir direkt wieder zurück. Ich würde ja am liebsten das ganze Holz jetzt hier abfarmen, wenn ich jetzt ehrlich bin. Aber abgesehen davon, dass das natürlich ein Wald ist und ich da natürlich auch kein Holz abfarmen möchte. Oh, wir können auch die Beeren hier einsammeln. Die Brombeeren. Ja, da müssen wir doch noch mal ein bisschen weiter nach oben. Einen kleinen Haufen Geld oder was stand da jetzt gerade? Kleinen Haufen Münzen oder sowas. Weil da oben ist nämlich noch eine Stelle auf jeden Fall hier am Haus. Genau die Stelle. Und ich meine unten am Wasser irgendwo relativ mittig. Da wäre die dritte Stelle. Ich meine, es sind nur 3 Stellen. Gehen jetzt einfach mal hier rüber, falls doch noch irgendwas aus den Augenwinkeln zu finden ist. Aber ich glaube nicht. Ja. Okay, da haben wir auf jeden Fall noch die, die ich jetzt meinte. Sehr schön. Haben wir hier unten auch noch was zum Buddeln oder so? Nö. Na gut. Da ist aber noch was zum Buddeln. Das nehmen wir noch mit. Kann ja immer mal ein Rezept oder so drin. It is a recipe. Ich brauche gar keine Glaskugel. Ich kann euch einfach alles so erzählen, was als nächstes passiert. Wir haben ein Rezept für, ach du Schande, Precipizzi oder so bekommen. Ich hoffe, ich habe es einigermaßen gut ausgesprochen. Es hört sich auf jeden Fall sehr italienisch an. So, hallo liebes Eichhörnchen. Ich mache mich jetzt auf, und zwar leider alleine, in die Mine. In der Hoffnung, einmal Lehm werde ich uns auf jeden Fall noch holen. Weil ich glaube, dass da oben, das war jetzt Erde, wenn ich mich richtig erinnere. Lehm gibt es, glaube ich, nur hier drin.
und guckt, dass wir noch Eisen bekommen. Und jetzt müssen wir mal schauen, gibt es überhaupt Lehm auf der Etage? Doch, nee, das war Sand. Das war ja so richtig zum Ausbuddeln. Ne? Da müsste ich wahrscheinlich in eine andere nochmal reingehen. Ja, gut, okay, da müsste ich dann gleich offline nochmal woanders reingehen. Ist aber nicht schlimm. Ihr werdet davon gar nichts mitbekommen. Es sei denn natürlich, dass ich irgendwie einen Schlüssel oder ähnliches finde. Und ich sag mal, wir sehen uns dann gleich in der Hoffnung, dass ich es vielleicht... Natürlich kriegt man immer genau das, was man gerade nicht braucht. In der Hoffnung, dass ich vielleicht dann auch gleich schon das Schiff reparieren kann und mit euch dann auf Entdeckungstour gehen kann. Ich bin so total aufgeregt. Und hoffe, dass ich das dann auch wirklich machen kann mit euch. Bis gleich. So, ich wollte jetzt nicht zu lange machen, weil sie sonst gleich nicht mehr arbeitet, bei meinem Glück. Dann schauen wir mal. Haben wir jetzt genug, was wir... 5 Stück können wir herstellen. Ich habe auch, glaube ich, nochmal, genau, nochmal 2-mal für Silberbarren was bekommen. Könnten... Oh Gott, Kupfer. Kupfer können wir echt ganz viel von herstellen. Ich würde sagen, dass wir da auch, damit wir schon mal demnächst nichts mehr extra herstellen müssen, schon mal 30 machen. Gold hatte ich, glaube ich, noch nicht. Ne? Nee, Gold hatte ich noch gar nicht. So, ich wollte gerade sagen, Lauf... Achso, Moment. Erde habe ich nicht. Gemüsefeld habe ich auch nicht, das Holz. Mach doch einfach die Aufgabe, die ich haben will. Ja, genau, die. Okay, perfekt. Dann... Mache ich das mit dem Schiff? Also es hieß ja, dass ich das machen soll, weil bei Parker konnte ich jetzt auch nichts machen. Für ihn. Oder bei ihm habe ich ja jetzt unten das jetzt wieder markiert. Deswegen hoffe ich inständig, dass ich das hier alleine machen kann. So. Aber irgendwie nicht von hier aus anscheinend. Should I repair the boat? Ja. Ja. She cleaned up nice. Oh, but now what? I could get in and try floating in the lake in circles. But I think the Farseer will know what I need next. Sprich mit dem Wahrsager und sag ihm, dass du das Boot repariert hast. Ja, toll. Aber es sieht echt schick aus, muss ich sagen. Ist schon so ein bisschen elfenmäßig. Na gut, dann... Die Glaskugel. Da schaue ich nochmal eben, was wir dafür eigentlich jetzt brauchen. Weil das war ja auch noch eine Sache mit denen. Ach ja, das war nur der Lehm. Ah ja, dann bauen wir die auf jeden Fall. Ich würde sagen, ja, stellen wir erstmal in die Ecke, bis wir was Größeres haben. Oder stellen wir die hier hin. Können die auch hier hinstellen. Die ist ja nicht so groß. So, die Frage ist, ich muss das jetzt benutzen, glaube ich. It's empty. I'll need to brew some crystal ball potion in the cauldron. Ach, den muss ich noch brauen. Ich dachte, ich hätte schon einen. Okay, dafür brauche ich dann aber einmal Kupferessenz. Die können wir uns aber herstellen. Das war hier, glaube ich. Haben wir uns ja schon gemacht. Och Gott, ich bin schon wieder so am Vorarbeiten. Ich weiß schon gar nicht mehr, was ich hier alles gemacht habe und was nicht. Okay, wie lange brauchst du dafür? 10 Stunden. Ja, schlecht, aber perfekt. Dann können wir das auf jeden Fall einen Tag später machen. Ja, sehr schön. Dann würde ich sagen, gehe ich jetzt erstmal Richtung Wald rüber, warte auf den Abend und ja, hol euch dann gleich wieder hinzu, wenn es dunkel ist und wenn wir mit dem Wahrsager sprechen wegen, ich weiß, achso, wegen dem Boot, genau. Bis gleich. Every year I get less hype for the summer festival. I'd like it more if I didn't have to hang out with Juliet and the twins. Not that there's anything wrong with them. They're just younger. Can I ask you something? What happened when you became the Summertide Star? What? Nothing. Aw, that's too bad. I thought it was something cool. Hey, did you leave Fairhaven during the summer festival? Definitely not. I know it's a weird question. I just get this feeling like... Maybe you did. Ja, und da sind wir auch schon. Shelby, ich habe eine Frage an dich. Ich würde sagen, wir gehen einmal von unten kurz rum.
Did you know that women healers were burned for being witches for centuries, even when many of them weren't witches? Strange. A woman who can heal terrifies people. I try not to think too much about what that means. Ja, das tue ich am besten auch nicht. Aber ich wusste es tatsächlich. I got a letter from an institute focused on herb lore. They want to recruit me. I love potions, but I'm not sure if that's the right move for me. I can't believe magic schools are actually a thing. Girl, they've been around for ages. They're also crazy expensive, so it's like, probably not a real option. Also ich habe so ein paar Tendenzen, wer was hier eigentlich ist. Aber ich denke mal, dass wir die nach und nach aufdecken müssen. Ich werde es dann erst sagen. I had a chat with Ariel about what the fairy folk actually want for offerings. These days, even they have modern taste. I fixed up the boat, but I still don't understand. There's nowhere for it to go. You'll be needing a charm to prove your fealty. And where would I find it? It was your great aunt's boat. Ask her. Do I gotta tell you everything? How can I ask my great aunt if she's... never mind. Großtante Vivian kannte die treue Zauberformel, um Ravenwood Hollow zu betreten. Wie kannst du sie erlernen? Ja, das ist die Frage. Wie denn? We have to meet at night to keep the coven secret from the townsfolk. But make sure you get your sleep. Tired witches just brew up trouble, and not the good kind. Okay, dieses Honigzeug kann ich ihm ja leider immer noch nicht geben. You are forbidden to approach the Standing Stones. Why is that? It's not for you to know. Who is it for to know? That isn't your concern. Ja, und mit diesen nichtssagenden Antworten und ja, mit einer Quest, die ich nicht verstehe. Gut, verwende die Glaskugel, um das Lieblingsgericht des Wahrsagers herauszufinden. Großkante Vivian kannte die Treuezauberformel. Kann ich dafür eventuell die Glaskugel nutzen? Das würde mich jetzt wirklich mal interessieren. Dann müssten wir allerdings noch einmal auf jeden Fall so ein Zeug herstellen hier. So ein Rezept oder so ein Gebräu oder was auch immer ich dazu sagen soll, um das herauszufinden. Aber ich bin echt mal gespannt, ob das vielleicht eine ganz gute Spur ist oder ob wir das Ganze vielleicht auch ein bisschen anders aufziehen müssen. Ich würde sagen, ich bedanke mich erst schon mal fürs Zuschauen und wir sehen uns dann gleich nur noch wieder, wenn ich ins Bettchen gehe. Deswegen danke und bis zur nächsten Folge. Ciao! Should I go to bed? Vielen Dank für dein Like. Wenn du mehr davon sehen möchtest, dann kannst du mich auch gerne abonnieren.